Die nächste Übung für Querflöte ist die Teiltonreihe oder auch Obertonreihe genannt. Das ist eine sehr wichtige Übung für Querflöte, ganz wichtig für die Tonbildung und für die hohe Lage auf dem Instrument. Bei dieser Übung greifen wir einen von den tiefen Tönen auf der Querflöte, also C, Cis, D oder auch das H, wenn du einen H-Fuß hast. Und dann überblasen wir den Ton mehrmals. Und so bekommen wir die Töne aus der Obertonreihe, was eine Obertonreihe ist. Und außerdem ganz viele Variationen dieser Übung findest du in einem Video auf meinem Kanal. So, wie können wir diese Noten lesen? Viereckige Note hier unten zeigt uns, was wir eigentlich greifen sollen. In diesem Fall ist das das C1 die ganze Zeit. Und diese Noten mit dem kleinen Kreis über dem Ton zeigen uns, was eigentlich klingen soll. Das heißt, wir greifen das C. Wir spielen aber erstmal C2. Dann G2. Und dann springen wir zum C3. Und so weiter. Man kann eigentlich nur diese Töne aus der Obertonreihe mit dem C-Griff bekommen. Ja, also du musst einfach jedes Mal den Ton weiter überblasen. Darauf musst du achten bei dieser Übung. Also wir versuchen, die hohen Töne nicht mit allzu viel Kraft und allzu viel Spannung zu bekommen. Das heißt, wir achten auf den lockeren Ansatz, auf offener Hals und die Spannung, die wir für hohe Töne brauchen, kommt aus dem Bauch. Also wir müssen für jeden nächsten Ton noch ein bisschen mehr stützen. Du kannst diese Übung auch mit vollen Backen spielen. Also diese Technik, und so bekommst du garantiert einen lockeren Ansatz. Außerdem empfehle ich diese Übung vor dem Spiegel spielen, und so kannst du auch visuell deinen Ansatz und Kinnposition kontrollieren. Das war's zu dieser Übung, und jetzt kannst du sie in voller Länge anschauen und anhören.